Hallo Lissi, also schön, dass du uns eingeladen hast zur Farbberatung heute. Jetzt mal ganz kurz, was steckt denn hinter der Farbberatung genau? Was bringt mir das? Was kann ich davon lernen? Ja, einfach mal vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Sehr gerne. Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich heute beraten darf. Bei der Farbberatung geht es darum, dass man den genetisch bedingten Hautunterton, den jeder Mensch hat, also dieser Hautunterton verändert sich nicht mehr das ganze Leben lang, dass man den analysiert. Und man unterscheidet im Fachjargon zwischen warmen und kalten Hautuntertönen. Und dieses System, das weltweit im Einsatz ist, also das ist keine Sache, die ich selbst erfunden habe, sondern das gibt es schon sehr lange, die vier Farbtypen werden in diese vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, eingeteilt und es gibt jeweils zwei Jahreszeiten, die warm und zwei Jahreszeiten, die kalt sind. Und das warm und kalt bedeutet ganz einfach, warm heißt, der Hautunterton ist gelblich unterlegt. Und kalt bedeutet, der Hautunterton ist bläulich unterlegt. Das hat aber nichts mit den tatsächlichen Jahreszeiten, das ist ein Zufall, ja. Okay. Ja. Was ist denn noch wichtig für eine Farbberatung? Einfach insgesamt, musst du davor noch irgendwas von mir wissen? Ist es wichtig, dass du weißt, was für ein Style ich sonst habe? Ja, also die Farbberatung, also was man natürlich macht, ist, davor stelle ich dir immer, also stelle ich Fragen zur Bräune im Sommer. Ich schaue mir an, wie deine Haarfarbe ist. Also ist deine Haarfarbe gefärbt? Gefärbt. Ja, das deckt man dann in der Regel bei der Beratung auch ab. Und insgesamt ist die Farbe etwas, was, es geht nicht nur um Optik, sondern es geht auch sehr stark um deine Persönlichkeit. Also du wirst sehen, wenn du deinen Farbtyp dann kennst, das dauert ein bisschen, bis man die Farben lernt, bis man die Garderobe umstellt und die Persönlichkeit verändert sich dadurch, beziehungsweise wird, also das Image verändert sich, man wird anders, man kommt anders zur Geltung, man hat eine andere Aura, wenn man in seinen Farben rumläuft, im Gegensatz, wenn man den falschen Farben rumläuft. Ja, das ist eben jetzt auch wichtig für mich, deswegen bin ich hier, ich war heute Morgen in meinem Schrank, ich habe ungefähr 10 oder 15 Tücher probiert, das war eine einzige Katastrophe. Ich habe im Internet gesehen, dass du eben auch Stilberatung machst und das würde mich auch sehr interessieren, weil ich meine, man weiß ja nie genau, was soll man tragen, welchen Schnitt, welche Farben einfach. Ja, genau, die Stilberatung, also auf meiner Webseite siehst du, dass ich eben Farben und Stilberatung beides anbiete und dann noch diesen Online-Shop habe. Also die Stilberatung ist natürlich die zweite wichtige Säule von der gesamten Beratung. Die Farbe ist ein bisschen mehr die Grundlage und die Stilberatung ist dann so auf dem baut das dann auch, weil auch Farben bedeuten bestimmte Stile. Also die Farbe Weiß bedeutet einen anderen Stil in dem Sinne als die Farbe Rot zum Beispiel. Genau, das ist dann genau, ja. Ja, also jede Farbe drückt etwas aus. Und die Stilberatung beschäftigt sich damit, wie die Physiognomie von einem Menschen aussieht. Also da geht es dann auch darum, wie ist die Gesichtsform, wie ist die Nasenform, wie ist die Körpergröße. Und ja, und dann man lernt auch, wie kann man da eben bestimmte Stellen hervor, also kaschieren oder halt betonen. Und es geht insgesamt bei dieser ganzen Farbstilberatung darum, dass man wirklich den Menschen eigentlich versucht, aus das Optimum von dem, was da ist, eigentlich also zu unterstreichen und eigentlich die Persönlichkeit zu unterstreichen und nicht eine Maske drüber zu kleben. Hervorzuheben, also dass deine Klamotten dein Stil noch mehr betonen und nicht deine Klamotten einfach dein Stil sind. Genau, der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht das, was du anhast sozusagen. Es soll authentisch und harmonisch sein am Ende. Und der Online-Shop, also den, wo ich meine Schals und Tücher ja verkaufe, kann man ja auch unterscheiden noch gleich in zwei Varianten, warm, kalt und hat dann
genau, da kannst du dann, ja, du hast gut recherchiert, Madeleine. Man kann dann eigentlich einen... Oh, ein Tuch, eine Farbe. Genau, man kann dann, wenn man seinen Farbtyp kennt, also man kann natürlich gegen die ganz gängigen Suchfunktionen durchführen, wie nach Farbe suchen, man kann auch nach Designs, nach Prints, nach Blumenprint oder an Animal Print suchen, aber man kann auch nach Farbtyp suchen, also nach Frühling zum Beispiel, und dann ist das Ergebnis, sind dann alle Tücher, die dem Farbtyp Frühling zugeordnet sind. Also ich suche diese Schals selbst aus, ich fahre da regelmäßig nach Italien runter und stelle die Kollektionen zusammen und ich bestimme diese Tücher auch höchstpersönlich selbst. Also sollte mal jemand der Meinung sein, es ist nicht der richtige Farbtyp, dann kann man das gerne dann nochmal anschauen persönlich oder natürlich umtauschen, falls jemand nicht zufrieden sein sollte. Das denke ich zwar nicht, aber gut, dass Sie es alle wissen. Okay. Tschüss. Und los geht's auf die Straße.